Aber schön. Jetzt bin ich auch gestorben. Ja, jetzt siehst du mal, wie das ist. Ja, richtig. Ich glaube, Willow Street habe ich gestern gemacht, da wo ich das Ding gemacht habe hier. Meine erste Runde. Okay, ja, diese Map habe ich jetzt auch genommen, ja. Hallo, Sie haben gerade in der Luft einen Moonwalk gemacht. Oh mein Gott, wie doof. Oh, wir haben jetzt zwei Kameras mit dabei. Ah, cool. Ich will wieder die Videokamera nehmen. Alles klar, ich habe jetzt und ein Fotoapparat, ein UV-Licht und eine Taschenlampe. Okay, dann nehme ich die Videokamera mit und Thermometer und die Geisterbox. Alles klar. Alles klar. Oh, Schnee. Achso, hier rüber. Nee. Paparazzi! Ey! Er hat ein Foto gemacht. Paparazzi! Ich glaube, du hast nur drei Fotos, oder? Was? Echt jetzt? Also wenn, dann sind alle drei jetzt weg. Wir haben aber noch eine im Truck. Volle Konzentration hier. Oh, ich habe nicht aufgepasst, wie der Geist heißt. Weiß jemand von euch, wie der Geist heißt? Nö. Keine Ahnung. Das Dings hat gesprochen. Es hat Help Me gesagt. Geisterbox? Ja. Ich glaube, ich habe gehört, der ist da drin. Der ist da drin. Ja, der hat Help Me gesagt. Ja. Also hier müsste der Geisterraum sein. Also Geisterbox können wir dann eintragen, oder? Normalerweise, oder? Ja, genau. So, die Kamera habe ich mal aufgestellt, die Videokamera. Vielleicht sehe ich dann einen Geisterraum dann im Trailer. Schauen wir mal. Temperatur ist bei 10 Grad jetzt da. EMF macht gar nichts. Wenn Temperatur sinkt weiter, sind jetzt da bei 6 Grad. Ich leuchte gerade alles mit dem UV-Licht, aber bisher sehe ich nichts. Sprich mit uns. Ja, gib uns ein Zeichen. Wir lieben dich. Gildor hat euch lieb. Oh mein Gott, da holt er ein Gildohorn raus. Ich fasse es nicht. Geheimwaffe. Ich hol das Geisterbuch, ja? Roger, Roger. Ich glaube, mit dem UV-Licht passiert gar nichts. Ich glaube, ich sehe da einen Geisterorb, glaube ich. Ich komme mal mit raus. Ja. Oh, die sprintet so langsam. Also mir kommt vor, auf der linken oberen Hälfte. Okay, die Kamera ist umgefallen. Der Geist hat die Kamera umgeschmissen. Oh ja, sah sehr nach Geisterorb aus. Ich gebe da rein und schalte die Kamera wieder auf. Alles klar. Okay. Es war gerade. Ja, das sind Orbs. Okay, können wir auf jeden Fall mit reinbringen.
Also haben wir Geisterbox und Geisterorb schon mal. Ah, ich will gucken, wie der heißt, der Geist. Ich muss die Kamera finden, ich sehe sie nicht. Hier sind die ganzen Fotos. Die Paparazzi-Fotos. Edward West. Oh cool, jetzt können wir von hier aus mitgucken. Bei mir reagiert der Geist auf alle oder nur auf eine einzelne Person? Reagiert auf alle. Und der Name ist Edward West. Okay, das Buch siehst du jetzt über die Kamera, oder? Ja. Also es können nur noch drei sein. Mare, Yokai oder Onryo. Hat jemand von euch das Licht in der Garage angemacht? Ah, das Licht flackert in der Garage. Ja. Nee, das war ich. Leitet der Geist. Was könnte es denn noch sein? EMF können wir auch ausschließen. EMF können wir auch ausschließen. Okay. Was war das? Er soll ins Buch schreiben. Ach so. EMF können wir auch ausschließen. Minustemperatur, Minustemperatur, wir haben alles. Wir können rausgehen, Minustemperatur. Dann ist es der Onryo. Jawohl, geschafft. Ja, das war's jetzt, oder? Oder willst du noch irgendwas machen? Aufgaben abschließen, viel mehr Geld und das einzige wäre ein Foto vom Geist und durchschnittliche Sanity von unter 25. Aber das wäre dann gefährlich. Ja. Ach komm, geh mal rein, Foto von Geist. Blendy, du hast ja noch die Kamera, oder? Vielleicht. Ach komm. Ich wollte aufs Ganze. Noch ein Foto drauf ist. Ich mache ein Foto. Hey, warte mal, wenn jetzt ich einer stirbt, dann flieht sie aber diese Sachen, oder? Ja. Ist egal. Die Kamera kostet nur $40. Egal. Wir haben's ja. Edward West. Lieber Geist, schreib nicht in das Buch, Edward wie West. Du bist. Du bist einfach nur ein feiger Arsch. Edward West, komm her, wir wissen, was du bist. Du bist ein Onryo. Edward. Komm raus, du feiger Nuss. Ich will ein Foto mit dir. Edward, schick mir ein Kind von dir! Edward West. Edward West. Ich bleib lieber in der Nähe von der Tür. Ein Feigling. Edward West. Ja, weißt du, du sagst hier Feigling, aber wir sind diejenigen, die alle drei an der Tür stehen, nur für den Fall. Ich hör ihn, ich hör ihn. Da kommt, Foto, Foto! Nela, mir ist tot. Aber ich glaube, ich habe noch Foto gemacht! Oh, so knapp direkt vor der Haustür! Dein Mutter. Bei mir ist tot. Ich hab ein Foto gemacht. Oh, geil. Also von Lamia. Ich komm mit. Ich komm mit. Ich bin bei euch. Durchschnittlich 25% Sanity. Haben wir das geschafft? Ja, wir haben das geschafft, diese Aufgabe. Sehr gut. Naja. Lamia, danke, dass du dich geopfert hast für uns. Wir lieben dich, Lamia. Ich werde immer an dich denken. Hab ich doch gerne gemacht. Das ist von mir, aber was sieht ihr nicht? Onryo angekreuzt, ja.
Passt. Mhm. In dem Fall können wir dann abhauen, oder? Ja. Okay, gut. Ich bin bei euch. Ihr könnt mich nicht sehen und nicht hören, aber ich bin bei euch. Hm? Wie so ein Hund, der den Kopf aus dem Fenster hängt. Welcome back. So. Die Fotos geben nur $6. Es war ein Mimik. Hä? Was? Das geht aber 56 nicht. Dollar. Ein Mimik? Ach, wenn man stirbt, kriegt man minus 50%. Oh. Wir hatten doch Gefriertemperatur. Und Geisterbox und Geisterorb war doch zu sehen über dem Bildschirm, oder? Also der Geisterorb war anscheinend falsch. Was? Nee, wir haben die ganze Zeit Geisterorbs gesehen. Ja, ich weiß, ich hab's ja auch gesehen. Ja. Warte. Komisch. Das ist aber schade, ich bin so gefreut, dass wir das erste Mal jetzt einen Geist gefunden haben, aber nee. Oh. Also bei Mimik steht bei Schwächen, in mehreren Berichten wurden Geisterorbs in ihrer Nähe gesichtet. Aber das ist kein Beweis für den Geist selber. Ach komm, hör auf, was ist das für eine Verarsche dann? Der hätte irgendwie Fingerabdrücke hinterlassen müssen. Warte mal, ist es... Nicht. Okay, der Geist aber vom Bildschirm war doch für mich jetzt der ersichtlich, es würde ja von oben beim linken Bildschirm runterfliegen. Müsste ein Geisterorb einfach nur so random so hin und her schießen, ob es ein Geisterorb ist? Ich habe keine Ahnung. Weiß es nicht. Schade. Ich habe die ganze Zeit überall rumgeleuchtet, da war nichts und wir haben ja alle die Orbs gesehen. Also das ist ja voll irreführend. Das ist echt fies. Was heißt, Lamia ist umsonst gestorben? Ja, die Fotos sind nur $6 wert. Geht's noch? Also auf dem Schwarzmarkt sind die Fotos von einer Leiche extrem höher wert, glaube ich einmal, als Windows 6 Dollar. Oh mein Gott. Und Lamia ist aber auch eine hübsche, also würde ich mehr als für $6 zahlen für die Lamia-Leiche. Wunderschöne Leiche. Das klingt so komisch, wenn das jemand falsch versteht jetzt, oder mein Nachbar mich jetzt hören würde, oh, der René, der verkauft Fotos von Leichen über $6. Da denkt sich auch, das wäre ein Nachbar. Ey, nur von hübschen Leichen. Nur von hübschen Leichen. Nur von hübschen Leichen.